Willkommen zurück zu Deus Ex. Wer die letzte Folge zu Ende geguckt hat, der wird festgestellt haben, dass ich auf dem Helikopterpad leider keinen Bot gefunden habe und das Aufladen nicht erfolgreich war. It is decided. There will be a truce. Und jetzt darf ich verhandeln zwischen den Triadenführern. Agent Denton from America has retrieved the software component. Please accept our gratitude. It is my honor. Begin. As the faces of a perfect breed are reflections of one another, as they join together to make a perfect edge, so we shall form one blade, not the male and female swords of Gungeon, one which must avenge the other, but one weapon. Precise in its purpose, though wielded by many arms. And much as the steel sharpens its edge and anneals its own surfaces, let us preserve, together, the form of our traditions. The only enduring work of man, that which is born again with the next generation. Forever. Forever. Again, accept our thanks, Mr. Denton. You will have to join us for drinks at the Lucky Money later tonight. In the meantime, Mr. Tong wants to see you. Thanks for the offer. Maybe I'll stop by. Okay. Dann haben die jetzt in Frieden geschlossen. Yay! Und ich habe das Schwert irgendwie immer noch. Experimenter Treibstoff, das habe ich noch gefunden, unten in der Waffenkammer, glaube ich. Da war übrigens auch eine, für die es nicht gesehen haben, eine Waffenmodifikation Rückstoß. Die habe ich auf die Schrotflinte draufgehauen, weil Rakete ging nicht. Das Präzisionsgewehr oder das Snappergewehr habe ich wahrscheinlich schon Rückstoß minimiert. Also ging halt irgendwie auch nicht. Genau. Jetzt. Alright, Tracer Tong will walk the grandfathers of the Triad, all hat Ussis. Tradition? Genau. Großartig, das ging ja einfach, hier Frieden zu stiften. Come, join us for drinks at the Lucky ja, Money. Gleich. We must celebrate. Vorgehen. Yeah, dann will ich davon raus. So, jetzt will der Tracer Tong noch mit mir quatschen. Was bist du denn für einer? Wuff, wuff. Ein Wuff. Ja, süßer Hund. Na? Please accept the gratitude of the luminous path. Ich hüpfe viel zu viel rum. Das ist eine alte Angewohnheit aus Morrowind, falls das jemand kennt. Da kann man nicht schnell hochleveln, indem man ganz viel rumspringt. Unquan Golden Quick. Ach, das ist der Anführer von hier, ne? I want to learn more about the terms of okay. Peace. Es lohnt sich wohl doch, sich hier umzuschauen, sehe ich gerade. War da nicht gerade noch was? Nee. Nee, das soll schon da rein. Aber ein Grafikfehler. Hier scheint sonst nichts zu sein. Vielleicht oben drauf? Aha. Was haben wir denn da? Aber ohne komme ich da halt irgendwie auch nicht hoch, ne? Ein Dietrich. Hab ihn. Ist das noch was? Nö. So schnell wieder die Tempoerhöhung aus. Die macht so sau viel Bioenergie. Deswegen habe ich auf den Bot gesucht, weil ich glaube nur noch zwei oder drei von den zwei von den Biozellen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich noch mehr von den Teilen herkriegen kann. Tracer Tong? Nein. Tracer Tong. Peace between the Triads is now official. Good. We begin to operate from a position of strength. We will start manufacturing the swords and distributing them to our allies. What next? Versalife was crawling with troops. I think they were hiding more than sword technology down there. Tell me about the labs. Paul and I concluded that Versalife does the manufacturing, while the real research takes place in North America. Plenty of scientists. Biotech, physics, nanotech, several research divisions. It would seem we still have a mutual interest. We know they manufacture ambrosia.
If you went back and gained access to the level 2 labs, perhaps you would find something on the Grey Death. Your brother's failure in New York has left me with nothing. Do you think you could find a cure? That cannot be determined until I have a schematic of the virus particle and the molecular structure of Ambrosia. I'll go back, but won't they be ready for me? There's a back way at the north end of the Canal Road Tunnel, which is just east of the temple. I sent an agent in that way once. She turned up a key code to the Nanotech Research Wing, 55655, but no data. Worth a try. By the way, VersaLife lost one of their R&D men in the Canal Road Tunnel collapse. A guy we think was carrying nanotech assets. He did some of the basic research that went into your implants. You might take a look, if you don't mind going for a dive. Maybe I'll check it out. Huh? Da geht's raus. Okay, na dann, ab zurück zu VersaLife. Was kann schon schief gehen? Aber mit Level 2 meint er wahrscheinlich nicht VersaLife, sondern Majestic 12. Das wird ja großartig werden. Ich glaube, bevor ich hier rausgehe, speichere ich nochmal richtig ab. Andererseits, ich bin nicht der Ballertyp. Ich bin nur so ein bisschen erstaunt, wie viele Gegner es hier gerade waren, da unten in dem Labor. Also gerade für mich. Für euch ist es wahrscheinlich ein bisschen länger her. Railroad! Achso, ja, Osten. Stimmt. 5565 war der Code. Hier unten war ich auch noch gar nicht. Ich habe mich irgendwie so in Hongkong abseits von den von der Story noch gar nicht so richtig umgeguckt. Müsste ich eigentlich mal machen. Tunnel bei der Canal Road. So, erstmal ein bisschen Geld ziehen. Kontodaten, fällt mir gerade auf, habe ich auch schon lange nicht mehr gefunden. Hier ist kein Datalus. Süß. Ja, gib mal her. Ist das ein Schalter? Nö. Kann ich mir Zeug kaufen? Nö, kein Bedarf. Was ist das? Ah, das sind gar keine Schienen. Ich dachte, das wäre vielleicht eine U-Bahn oder so. Sieht eher aus wie eine Straße, eine unterirdische. Road closed. Straße geschlossen. Nein. Nein. Ach nö. Ich komme doch hoch. Warum kann ich da nicht drüber? Na. Ah, vorher ducken. Dann hochspringen. Cool. Sehr düster. Okay. Es ist nicht gedacht, dass man hier drüber kommt. Komme ich hier wenigstens ohne Tempoerhöhung wieder zurück? Sieht so aus. Ja. Ja, immerhin. Das funktioniert. Tempoerhöhung. Braucht viel Energie, aber es ist gerade bei so langen Wegen echt notwendig hier in Hongkong. 50 Fähigkeiten. Was haben wir hier? Einen schwarzen LKW? So direkt benutzen kann ich den nicht. Hinten aufmachen kann ich ihn auch nicht. 5565 müsste das sein. Was passiert? Ich sterbe. Okay, alles klar. Also muss ich ein bisschen weiter weg. Ich frage mich, ob ich ihn sprengen kann, wenn der schon so extra ausgezeichnet ist, dieser schwarze LKW. Ne, sieht nicht so aus. Schade. Da liegt doch was drunter. Oder? Ach ne, das sind die Räder. Na. Ja, kann man nicht durch. Oben drauf ist auch nichts. Na gut. Nein! 55655. Da habe ich gerade die letzte 5 vergessen und dann aus Versehen eine 4 getippt. Beim schnell nachholen. Okay, Hintereingang. Was liegt denn da oben? Ein Flammenwerfer. Nee, ich habe den Raketenwerfer, der ist besser. Ein Dietrich oder 50%. 50% heißt doch, ich komme da
eventuell mit der Pistole sogar durch, oder? Nee, aber auch mit der nicht? Auch damit nicht? Noch nicht mal das Schwert. Rakete würde wahrscheinlich gehen, aber... Schnell raus. Andererseits, wenn ich es mir recht überlege, ich habe so viel Dietriche und nur eine einzige Lärm. Und es braucht ja nur einen. Dann mache ich es auch eben so. Oh, ich habe gespeichert. Los geht's. Puh. Wasser. Immerhin. Ich bin nicht tot. Kann unter Wasser schießen? Nein. Hä? Was war das denn? Kann ich da nicht raus? Kann ich hier raus? Nee. Kann ich hier raus? Vielleicht von der Seite? Was? Ich würde gerne da hoch. Komm schon! Warum geht das nicht? Ist hier irgendwo ein Gang oder so? Nö. Warum komme ich da jetzt nicht hoch? Hä? Ich bin gerade nicht mehr untergetaucht. Ich werd hier ständig durch die Gegend vor und zurück gesetzt. Jetzt. Jetzt hat er es hingekriegt. Was auch immer das Problem war. Speichern. Ups. Sich hier? Hä? So, jetzt. Alle Tests an den Nottüren im Untergeschoss haben funktioniert. Niemand außer dem Wartungspersonal kommt da rein. Code für die Tür 768. Ich höre Schritte. Geht hinten dran wieder zu? Ne, die bleiben offen. Ah, das sind dann wohl die Sicherheitstüren, die angeblich nur vom Wartungspersonal benutzt werden können. Ich guck mal eben, was dort oben ist. Ach, das klappt runter. Ich dachte, das wäre wieder so eine... Ding... Ah! Sieht sie mich noch? Nee. Was haben wir denn da oben? Keine Ahnung. Der Bot könnte mich sehen. Ich dock mich mal besser. Was haben wir hier? Was war der Code, den mir er gerade genannt hat? 525. 768. Ist jetzt gerade den Bot zu mir rein. Das wäre dämlich. Nee, ich möchte da rein ins Terminal. Aber er meinte, ich muss einen Computer finden, nicht so ein Sicherheitsterminal. Ich frage mich ja auch, ob ich nicht einfach wieder oben hätte reingehen können. Na gut, erstmal die Kameras ausschalten. Ich könnte jetzt eine EMP-Granate werfen. Aber ich habe da so eine tolle Allzweckwaffe gegen alle möglichen Roboter. Namens Raketenwerfer. Funktioniert das hier mit Kopfschuss? Ja, yep, wunderbar.
Okay. Eine Biozelle. Ja, stimmt. Diese Viecher hatten schon unten im Lucky Teil. Ach, da gerade werden hier, die würden hier so quer durchgehen. Unten im Lucky Money hatten die ja schon Biozellen dabei. Ist das ein Spiegel? Das ist ja geil. Level 2. Hey, da wollte ich hin. Cool. Na dann. Bin ich doch hier eigentlich richtig, oder? Was hat er gesagt? Ich hab's schon wieder vergessen. Professor Tongen. Ein Computerterminal im Labor auf Level 2. Auf Ebene 2. Es gab ja da hinten noch den anderen Weg. Das ist ja nur ein Sicherheitsterminal hier und kein Computerterminal. Dann guck ich mal. Wo bin ich denn bitte da jetzt? Was? Was? Ich dachte gerade. Hä? Was war das denn? Ach, das habe ich gerade geöffnet, oder? Zwei niedrige. 9%? Niemals. Was gibt's denn hier unten? Ja, das ist für Zwergesel. Ich wollte mich da unten nochmal umschauen. Ja, jetzt komm schon. Ja. Da war nämlich. Die ist jetzt aus, genau. Ah, da kann ich noch weiter runter. Da hinten war doch noch ein anderer Weg, den ich nicht genommen habe. Habe ich nicht hier rein? Ach ja, genau. Da ist der Spiegel. Oder? Ja, genau. Alles klar. Damit ist alles geklärt. Gut. Und beim nächsten Mal geht's da oben weiter.